Und da sind wir wieder zurück hier bei Let's Play The Witcher 2. Ich muss durch den Nebel, sonst kann ich den Fluch nicht aufheben. Ich gebe dir eine weiße Flagge. Du gehst als unser Abgesandter. Das Weibsstück soll recht ehrenhaft sein. Sie lädt dich zu sich ein, gibt dir zu essen und mit ein wenig Glück darfst du sie noch besteigen. Du bist krank, Detmold. Es heißt, sie sei hübsch. Sind Mädels vom Land nicht dein Fall? Geht dich nichts an. Nimm diesen Panzer. Mit dem Segen seiner königlichen Majestät. Falls die Elfen die Diplomatensprache nicht sprechen. Welch beträchtliche Sorge seiner Majestät für den, von dem das Leben seiner Majestät abhängt. Noch was. Hieran habe ich zuletzt gearbeitet. Dieses Schätzchen weist dir den Weg durch den Nebel und bietet ein wenig Schutz vor Geistern. Danke. Okay, und dann würde ich mal sagen, mach's gut, denn wir müssen in die Schlacht. Mach's gut. Da-da-da-da. Begib dich auf die andere Seite des Nebels und finde den Spieß. Ein weiterer Weg für Geralt von Riva. Hier in dieser schönen Rolle vom Hexer. Und wer ist er denn? Schön, dich zu sehen, alter Gauner. Was ist denn das für ein langes Gesicht? Ach, alles Mist. Nichts ist trauriger als ein trauriger Zwerg. Du hast nicht zufällig ein Schlückchen Schnaps dabei? Gut, ich werde ihm auf jeden Fall eins besorgen, denn Sultan Chivay haben wir im Krieg kennengelernt. Ihr wisst das ja, normalerweise ist Alkohol nicht die Lösung, aber es ist ja nur ein Spiel, komm. Der hat sich das verdient. Doch, kann sein. Was? Wir betrinken uns auch noch? Was soll das? Wundervoll. Ein Leben ohne alte Freunde und Schnaps ist wie ein Weib ohne Arsch. Wenn du Lust auf einen Tapetenwechsel hast, dann komm doch mit mir nach Wergen. Klingt ja, als wär's ein Besuch im nächsten Bordell. Hast du die Geister vergessen? Ich hab zwar mein Gedächtnis verloren, aber an den Fluch erinnere ich mich gut. Hier schimpft man mich Lilliputaner und Schlimmeres. Dort wäre ich unter Zwergen. Außerdem ist mir Saskia lieber als Hänsel. Würdest du mir wirklich helfen, nach Wergen zu kommen? Klar. Geralt, ich finde, mein Platz ist dort. Verstehe. Dann nichts wie los. Und wie wollen wir es durch den Nebel schaffen? Ist doch glatter Selbstmord. Mit dem Schutzamulett, das ich von Detmold habe. Bloß weg damit! Ich würde nichts anrühren, was diesem Hundsfott gehört. Na gut, ich könnte es jetzt normalerweise ihm erklären, aber ich sag einfach mal, ich vertraue mir, ne? Vertrau mir mal, komm schon. Ich konnte es nehmen oder lassen. Ich habe beschlossen, es zu nehmen. Naja, du bist derjenige, der sich mit diesem magischen Krempel auskennt. Vertrau mir und bleib immer dicht neben mir. Ach, alle Teufel. Besser die Pest, die man kennt. Ich komme mit dir. Wie geil ist das denn bitte? So, Sultan Chivay, dann komm mal mit. Ja, der kleine Zwerg, ihr wisst ja sicherlich, in The Witcher 1 haben wir den sogar gefunden, während er von anderen quasi verkloppt wurde. Das war ja auch mal krass, ne? Das ist übrigens auch ein Kommandant. Oder ehemaliger Kommandant, der seine echte Liebe oder seine wahre Liebe verloren hat. Der Arme, der Arme, der Arme. Ja, ich sag ja, Beziehungen sind immer... Boah, haltet jetzt endlich mal die Klappe. Ja, Beziehungen sind immer fragwürdig heutzutage. Ihr wisst das ja bestimmt. Aber es kann natürlich auch sehr schön sein, wenn man seine wahre Liebe hat. Aber hier im Spiel ist eher Prostitution der Fall. Schaff ihn nach Baslumpi auf ein ordentliches Bierchen. Nach der Pisse, die sie im Lager von Kettwin saufen. Nochmal danke, Geralt. Naja, für dich immer. Dann nichts wie los. Aufs Schlachtfeld. Ach ja. Der gute Sultan. Und ich vermute, wir werden auf jeden Fall hier Besuch bekommen. Ich glaube kaum, dass das easy sein wird. Das wird nicht unbedingt ein Spaziergang. Ach was, wir ziehen das jetzt durch. Punkt um. Ende aus Mickey Maus. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Oh, ich sehe den Weg. Das Medaillon führt uns. Bist du sicher? Ja, sicher. Dann komm. Wieso muss er jetzt bitte kämpfen? Das kann doch nicht sein. Gott, ich mach zu wenig Damage. Einen Moment. Ach du Scheiße, wieso müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Das kann nicht sein. Shit. Nur noch das hat gefehlt. Das wird uns einfach nur Zeit rauben, das ist das Problem. Ich möchte jetzt auch nicht meine Zeit hier verschwenden mit diesen Drecksviechern hier.
den Drecksoldaten. Komm schon. Was ist, wenn ich einfach losgehe? Losrenne vor allem. Da sind immer mehr. Das hat kein Ende, Mann. Shit. Okay. Stopp mal, stopp mal. Gleich ist Feierabend. Oh Gott. Ah, es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Komm, wir gehen jetzt mal weiter. Das macht hier gar keinen Sinn. Geh nach Vergen. Was ist mit Soltan? Okay, er kommt auf. Das ist gut. Okay, einmal kurz die Map öffnen. Zack. Geh nach Vergen. Die Frage ist aber, ich weiß gar nicht, wo Vergen ist, Mann. Shit. Stopp mal. Okay. Die drei Schwestern. Oh Gott. Das kann was werden. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß überhaupt nicht, ob das der richtige Weg ist. Wir müssen es einfach mal blind versuchen. Oh mein Gott. Komm schon. Beeilung. Normalerweise könnten wir auch über die Brücke, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Warum auch immer. Der Blutflug. Vergen könnte aber auch da hinten sein, oder? Heiliger Bimbam. Oh oh. Die Leute wollen es wirklich wissen. Und hier ist Feuer. Ich glaube, ich kann hier gar nicht durch. Shit. Immer mehr Soldaten. Das ist scheiße hier. Das ist richtig mies. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht lang, oder? Nein, okay. Der Weg ist versperrt. Alles klar. Ich habe es verstanden. Wir müssen dann hier lang. Ach du Scheiße. Ja, und dann über die Brücke. Heiliger. Komm schon, beeil dich, Sultan. Wir haben es eilig. Ich hoffe, wir sind jetzt in Vergen. Nie wieder. Verfickter Nebel. Immerhin kannst du für den Rest deines Lebens damit prahlen, dass du ihn von innen gesehen hast. Ich prahle lieber damit, wie ich früher mal drei Weiber auf einmal gepflügt habe. Tötet ihn! Shit! Scheiß nochmal, halt! Das ist ein Irrtum! Verwechslung? Interessant. Vielleicht habt ihr es nicht mitgekriegt, aber es ist Krieg. Und da tötet man seine Feinde, nicht wahr? Der Hexer ist ein Abgesandter. Wir sind auf dem Weg zu Saskia. Sieht aber gar nicht wie ein Abgesandter aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Nebel da genauer kennt, aber er ist recht untypisch und wir mussten mitten durch. Schon gut, schon gut. Nach Vergen könnt ihr nicht rein. Aber übergebt doch eure Botschaft dem Kommandanten der Wache. Ihr findet ihn vor dem Stadttor. Typisch Elf. Los, Geralt! Toll. Sprich mit dem Wachsoldaten von Vergen. Alles klar. Ja, und die Elfen kennt ihr bestimmt auch hier in dem Spiel. Ja, das Volk, das wirklich denkt, dass die Menschen nur nackte Menschen wären und das Elf das beste Volk hier wäre. Das stärkste, das glorreichste Volk. Oh Gott. Was ist das bitte für eine geile Landschaft. Sieht irgendwie cool aus. Ja, so ein bisschen ägyptisch auch, ne? Oh oh. Zwerge. Mahakamsches Tor. Zwick mich mal, Burden. Ich muss eingenickt sein. Ich sehe schon Geralt von Riva und Soltan Shivai. Ist das ein Traum oder ein Geist vom Schlachtfeld? Sollen wir das nicht mal mit der Streitaxt testen? Wer sollte denn die Visage des Hexers nachbilden können? Oder den Bierdunst aus Soltans Bad, hä? Der Zauberer müsste erst noch geboren werden.
Hyapen Zigrin, du Skandal von einem Anblick, was freue ich mich, dich zu sehen. Dieser Grünschnabel hier ist Scarlan Burden. Geralt, hast du einen Spaten verschluckt? Willst du deinen Kumpel nicht umarmen? Na, das ist natürlich eine gute Frage. Und ihr wisst ja, Geralt hat sein Gehirn bzw. seine ganzen Erinnerungen verloren. Aber ich sag jetzt einfach mal Hallo. Meinen Gruß. Triss hat mir viel von dir erzählt. Die kleine Marigold? Ha, was macht die denn so? Skarlan, der Hexer hier ist die personifizierte Ritterlichkeit. Da kann jeder Seldkerk der Welt einpacken. Und weißt du auch wieso? Nein, aber ich werd's wohl gleich erfahren. Ja, ich bin eigentlich kein Ritter, aber gut, später, meine Herren. Wir sind aus wichtigen Gründen hier. Keine Zeit für Erinnerungen. Wir müssen was Wichtiges erledigen. Nett mit euch zu plaudern, aber wir möchten ja auch zu Saskia, ne? Selbstverständlich. Ich muss unbedingt zu Saskia. Weshalb? Ich brauche ein paar magische Spielsachen, um den Geisternebel loszuwerden. Was hat Saskia damit zu tun? Eins der Spielzeuge ist Saskias Schwert. Was soll ich jetzt machen? Jorvet und Saskia haben verboten, Fremde reinzulassen, aber meine Leute wollen rein. Ich bin überfordert. Man könnte das Verbot umgehen. Umgehen kann man vielleicht einen Kuhfladen. Und wenn ich mich euch anschließe, Japen, nimmst du mich in die Zwergenlegion auf? Wie bitte, Shivai? Machst du Witze? Du kannst hier als Oberbefehlshaber einsteigen. Schon ist das Problem gelöst. Skarlan, du bist Zeuge. Sultan ist kein Fremder mehr. Aha. Gut. Ich stelle dich Saskia vor, dann kannst du ihr die Sache mit dem Schwert hinterbringen. Oder was auch immer. Über das Schwert zerbricht dir nicht den Kopf, Geralt. Ich ziehe alle Register der Zwergenrhetorik. Ich lull sie ein mit Hintersinn und Empfindsamkeit. Du kriegst dein Schwert. Und wenn's mich die Gesichtsmatte kostet. Das wäre geklärt. Siehst du, Skarlan? Hier bahnte sich eine Tragödie an. Die nun als Komödie weitergeht. Diese Jugend heute. Kein Herz, keine Hoffnung. Sultan und ich, wir waren bei Brenner dabei. Für uns ist nichts unmöglich. Wie geil ist das denn bitte? Und vielleicht wisst ihr das ja, dass Zwerge hier ein sehr humanoides Volk sind, also nicht eher wie die Menschen oder eher so wie die Elfen. Die Zwerge trennen sich von dem Ganzen und die meisten sind natürlich auch Handwerker, sprich Schmiede. Und was man auch nochmal sagen müsste ist, dass dort oft natürlich auch die Umgangssprache eigentlich eine Rolle spielt und sie sind ein Teil der Skoyatel. Ihr wisst ja, die Skoyatel sind eine Gruppe von Elfen, Zwergen und Anderlingen eben, die nicht zu den Menschen gehören und von den Menschen akzeptiert werden. Schön mit euch zu schwatzen, aber es ist Zeit zu handeln. Ach, was ein Leben. Macht's Tor auf. Ich geh das Schwert holen. Moment! Wenn du es schaffst, dieses verzauberte Schwert an dich zu bringen, dann geh damit nicht durchs Haupttor, wenn die Eichhörnchen dich zu Gesicht kriegen. Was schlägst du vor? Es gibt da einen Durchgang. Dem Hexer markiere ich ihn auf der Karte. Dir zeige ich ihn gleich selbst, ja? Gut. Ich suche derweil nach der Standarte. Sehr ritterlich. Na dann los. Das Symbol des Todes. Finde den Eingang zu den Katakomben und dann die Standarte. Oh, Backe. Okay, einmal kurz M drücken natürlich, einmal die Map öffnen, um zu sehen, wo wir wirklich lang gehen müssen. Oh mein Gott. Okay. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wieder zurückgehen müssen. Beschaffe Jahons Spießspitze, Fandagifts Schwert und die Standarte des grauen Fähnleins. Und ein Weg zeigt dir nach oben. Rundurinplatz, wie geil sieht denn dieser Markt bitte aus? Hammergut. Ach, hier ist eine Katze. Mietz, mietz. Richtig cool. Ich habe ja auch damals, oder eher so türkische Basare, kann man sagen. Sind ja auch so ähnlich. Und der Himmel sieht auch einfach nur fantastisch gemacht aus. Was ist denn hier? Matthias Foster hat die Norm zu 180% erfüllt. Und was hast du für die Erfüllung des Plansolls getan? Ja, das sind, wie gesagt, Handwerkerarbeiter, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und wohin geht's hier, bitte? Kann ich hier durch? Verschwinde! Netter Pferdeschwanz! Kommt, wir versuchen es mal. Nee. Shit.
Wir sind nicht so willkommen, kann ich aber ehrlich gesagt auch verstehen. Weil wir ja vor allem die Skoyatel im Öfteren eigentlich besiegt haben. Und wenn wir jetzt hier gerade gehört haben, dass Jorvet hier der Herrscher ist, oder zum Teil Herrscher ist, dann haben wir ein großes Problem. Komm, gehen wir mal erstmal hier in die Hütte. Das sieht ja mal richtig geil aus. Sieht irgendwie aus ein bisschen wie in Skyrim oder in Herr der Ringe, ehrlich gesagt. Oh, hier gibt's Käse auf dem Tisch. Oder soll das Kuchen sein? Na, das sieht eher aus wie Käse. Lecker. Habe ich jetzt auch Hunger? So Gouda-Käse? Ah ja, ich mag das auch vor allem, wenn man mal so Gouda-Käse kauft und die dann mal so in Stücke schneidet und die man dann mal so isst. Oh ja, das finde ich richtig lecker. So, und was ist hier? Ah, ich verstehe. Okay. Auf der Mauer, auf der Lauer. Okay, scheinbar kann ich da nicht durch. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Denn wir machen uns jetzt erstmal los auf die Standarte. Wir brauchen ja jetzt diese 3 Artefakte, um diesen Fluch loszuwerden. Und wir müssen ja auch mal zugeben, dass dies keine einfache Angelegenheit wird. Was ist denn hier? Ist bestimmt wieder so eine Ruine, ne? Ach, da will ich jetzt auch gar nicht durch, um ehrlich zu sein. Weil dort, laut der Karte hier hinter, ist was. Komm schon, das müssen wir irgendwie suchen. Das kann ich nicht einfach so gehen lassen. Oh, mein Medaillon, es blinkt. Shit. Ja, und die Ruckler, die ihr jetzt gerade gesehen habt, ist einfach nur, weil das Game laden musste. Ich habe nämlich einen super High-End-Computer momentan hier bei der Aufnahme. Und jetzt sind wir da. Abgebranntes Dorf. Und die Elfen haben ein schönes Lagerfeuer, aber nicht mit uns. Da unten ist was. Schöllkraut, cool, danke. Und das wird umso spannender, wenn wir da eigentlich nachts runtergehen. Kann ich jetzt hier nicht runter? Shit, geht nicht. Ich glaube, ich muss außen herum runter. So sieht zumindest auf der Karte aus. Oh, Backe. Komm schon, hier machen wir ein kleines Lagerfeuer. Einmal kurz meditieren, mein Freund. Geralt von Riva. 3 Talente haben wir offen. Energieaufwand beim Blocken gegnerischer Schläge. Nee, brauchen wir ehrlich gesagt nicht so. Schadensreduktion. Oh, Energieregeneration im Kampf plus 10%. Klar, machen wir. Was ist hier oben? Schwertschaden plus 5%. Komm, machen wir auch noch. Und jetzt können wir nochmal sehen, was wir noch machen können. Oh, Energieregeneration im Kampf 40%. Zack. Auch nochmal, das ist an sich gut. So, und jetzt können wir normalerweise auch noch schlafen. Beziehungsweise die Zeit natürlich abwarten. Und wir machen das Mitternacht. Oder kurz vor Mitternacht. Dann wird's richtig cool, wenn die Wölfe jaulen und alle am Schlafen sind. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Nicht, dass jetzt hier wieder gleich eine Krabbspinne kommt. Ich könnte mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass sie hier irgendwo runterspringen. Oh, Backe. Raben. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Ich zieh mal mein Silberschwert. Was geht denn hier ab? Henne. Bauernhof? WTF. Hey, da ist ein Bürger drin. Wer ist das denn? Ein Mensch. Hexer? Ich hätte Arbeit für dich. Cool. Wie geil ist das denn? Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckerherzen, kein Problem. Harpyenfedern. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahle dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht. Ich werde mehr holen müssen.
Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ein Sack voll Federn. Sammel 12 Harpienfedern und bring sie zu Eton. Oder Elton. Ha. Cool. Ja, wir wissen ja, dass der Geralt ein professioneller Ungeheuertöter ist. Oder soll ich sagen, eine Art Jäger? Und unten sind Harpien, ich sehe es gerade. Die kommen oder wollen irgendwie hoch, aber das schaffen sie nicht. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2.